Parteifreunde, liebe Parteifreundinnen, warum habe ich nicht vergessen, deswegen nenne ich Sie zum Schluss, das soll aber nicht despektierlich sein. Wir haben heute schon ein paar Runden gedreht, deswegen möge man mir das nachsehen, dass man die Müdigkeit der letzten Abende auch so ein bisschen an meinen Augen sieht, aber ich bin heute sehr gerne hierher gekommen und möchte noch gerne erzählen, warum. Wenn ich mir die Stimmung von damals nochmal so überlege, dann hat eigentlich niemand wirklich damit gerechnet, dass ich Fried Maunstadt das schaffe, direkt in diesem schwierigen Wahlkreis gewählt zu werden. Und ich bin ehrlich, ich persönlich auch. Und insofern saß ich am Wahlabend auch staunend in der Landesgeschäftsstelle und sah die eingehenden Ergebnisse und habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Der Maunstadt hat tatsächlich Chancen, das sah er bis zum Schluss haarscharf, der hat doch tatsächlich Chancen, das zu schaffen. Und unterm Strich, liebe Freundinnen und Freunde, muss man diesen Sprung von damals, wo wir alle relativ berauscht waren, wir haben von 7 Bundestagswahlkreisen 6 gewonnen, den muss man jetzt mitnehmen. Den muss man heute mitnehmen, muss ihn im Gedächtnis speichern, muss sagen, genauso ein Signal wünsche ich mir, dass das heute auch von dieser Nominierungsveranstaltung ist. Und Sie haben mir die Vorarbeit geleistet, alle, wie Sie hier sitzen. Professor Hutzel hat es gesagt, Maike hat es gesagt, der Kreisverband Schwerin hat seine Übriges dazu geleistet. Es gab also überall einstimmige Nominierung. Und das ist ja schon mal eine gute Ausgangsposition. Und ich habe im Vorfeld gesagt, also, wenn ich zu so einer Nominierung gehe und ich soll mich da direkt für einen aussprechen, das war natürlich so ein bisschen der Wunsch, hat Dietrich Maunstadt nie gefordert, aber ich habe das so wahrgenommen. Dann frage ich natürlich auch immer, wenn ich da hinfahre, dann muss ich natürlich auch irgendwas abrechenbar sagen. Ich kann sagen, er ist ein toller Typ, ein guter Rechtsanwalt ist er, das weiß ich. Aber er hört natürlich auch so ein bisschen was dazu abrechenbar, was ist denn nun die letzten 3,5 Jahre im Deutschen Bundestag passiert. Und das habe ich dann einfach mal nachgefragt. Wo hat denn Dietrich Maunstadt mitgeholfen? Und vielleicht ist Ihnen das gar nicht so bekannt. Aber es fällt auch nicht vom Himmel, dass die A14 einfach so weitergebaut wird. Das fällt nicht vom Himmel. Und da brauchen wir engagierte Bundestagsabgeordnete, die sich gegen diese grünen Verrückten da durchsetzen und sagen, die A14 wird weitergebaut. Und zwar gegen die NABU und gegen den BUND. Und was Schwerin und die gesamte Region, Nordwesten, Mecklenburg, Wismar und du willst es davon haben, das werden wir in Zukunft ja wahrscheinlich noch sehen. Autobahnanschluss. Falun-Dalin. Das ist auch nicht so vom Himmel gefallen. Ich kenne das. Ich weiß, wie das ist mit Prioritätenlisten und wann welche Projekte durchgesetzt werden. Werner Kuhn war lange noch Bundespolitiker, der kennt das alles. Das ist ein Ziehen. Und da sind die Bayern stark, die sitzen da mit 10 Leuten. Dietrich Maunstadt sitzt da alleine und kämpft für solche Abfahrten. Insofern muss man sagen, gibt es da durchaus abrechenbare Leistung. Und man muss auch sehen, dass man heute gerade im Landtag diskutiert. Da kommt die Oberbürgermeisterin der Stadt Schwerin nicht besonders gut dabei weg. Aber das lassen wir heute mal dahingestellt, das ist heute nicht unser Thema. Man muss natürlich auch darüber reden, wie gehen wir eigentlich mit dem ganzen Sozialbereich um. Da tun wir als CDU manchmal so, als wenn uns das überhaupt nichts angeht. Und ich sage Ihnen, wir haben sehr viele Mitglieder, die gerade im sozialen Bereich engagiert sind. Das Feld überlassen wir aber zum großen Teil der SPD und der Linken. Das ärgert mich ein Stück weit, bei der Wirtschaft sind wir meistens gut aufgestellt, da haben wir auch viele Vertreter, Kreisvorsitzende von Schwerin ist da das beste Beispiel. Und genau diese Kerle hat Dietrich Maunstadt reingehauen. Und das ist schwierig in der Gesundheitspolitik. Gehen Sie doch mal irgendwo los und fragen einen Bürger auf der Straße, was halten Sie von Gesundheitspolitik? Da schlägt er die Hände über den Kopf zusammen und sagt, um Gottes Willen, das ist ja das Schlimmste, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Und das ist nicht einfach damit zu tun. Und insofern will ich sagen, Dietrich, ich glaube, das hast du in der Vergangenheit ganz gut hingekriegt. Und auch die lokalen Medien, das müssen sie als Bundespolitiker erstmal schaffen, haben über diese Themen berichtet. Da bin ich manchmal schon richtig neidisch, da kann ich in Schwerin im Schloss schreiben, so viel wie ich will, und Pressemitteilungen schreiben. Damit kommst du einfach nicht rein. Da musst du wirklich vor Ort sein, du musst abrechenbar sagen, das habe ich geleistet. Und das finde ich, das schätze ich auch mal Dietrich Maunstadt. Ich habe ihm übrigens damals gesagt, das ist mir noch was eingefallen, wählen Sie ihn nicht, wenn Sie einen glattgebügelten Politiker haben. Und was ist er nicht, das wird auch nicht mehr werden. Also Sie wissen, was Sie sich heute einkaufen, wenn Sie ihm wieder das Vertrauen geben. Insofern haben Sie mit Dietrich Maunstadt den richtigen Ansprechpartner, den können Sie nämlich mal richtig zur Gesundheitspolitik knebeln. Und ich, lieber Dietrich, ich wünsche dir für deine Nominierung alles Gute. Ich hoffe, ich kann das Ergebnis noch hören. Aber ich wünsche dir jedenfalls, dass es ein gutes wird. Also vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank, Herr Generalsekretär. Vielen Dank.